Ja, gleich im Anschluss, sagte der Mann, denn er nimmt gleich noch eine Folge hinterher auf und trinkt erstmal einen Schluck. Und zur neuen Folge gibt's auch ein neues Lied. Tadam! Glück auf, meine lieben tapferen Freunde, und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus dem wunderschönen, schönen Hundsgrab. Und hier ist das alles noch gar nicht richtig. Das ist alles gar nicht richtig. Denn hier muss es ja noch so... Oh, Moment. Vorsicht, jetzt keinen Käse bauen. Wie hätte es da gemacht? Ah, bis unten hin. Okay. Ja, wir sind wieder immer noch an der Baustelle, wollte ich sagen. Nicht wieder, immer noch. An der Baustelle hier. Hier muss so einer rein und hier muss dann so einer hin. Und so. Und dann passt das auch mit dem Nachbarn. Wir bauen das erstmal ganz zu hier, die Ecke. Weil das einfach besser ist. Dann kann ich mich da besser ran orientieren. Wir sind ja jetzt hier gerade bei der unteren Etage und bauen hier die ganzen Pfeiler hin. Die Fahrstühle sind schon fast fertig. Da muss noch ein bisschen Feintuning betrieben werden. Denn diese Notaufstiege müssen noch gemacht werden und alles. Ja, aber das machen wir alles. Ja, wenn jetzt noch jemand dazugekommen ist oder noch jemand Gedichte eingesendet hat, kann ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich werde aber am Ende dieser Folge mal wieder Wahlplakate vorstellen. Das kann allerdings sein, dass euer dann noch nicht dabei ist, falls ihr in den letzten Zeiten noch eins eingesandt hat. Das ist nämlich einmal von der Showcase das Wahlplakat. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt gehabt, oder? Na egal, dann zeige ich zweimal. Und von dem Cedric, der hat nämlich noch ein paar mehr gemacht. Einfach mal so, weil er Bock drauf hatte. Und die möchte ich euch auch noch am Ende der Folge dann präsentieren. So ist der Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan. Naja. Und ich glaube, wir haben schon wieder unseren ganzen hier Stein aufgebraucht, ne? Ah ne, wir haben noch 29. Kommen wir also noch ein bisschen mit hin. Und Gott sei Dank läuft die Aufnahme, gerade wieder der bange Blick zur Aufnahmefunktion. Es läuft, es läuft, es läuft. Heute ist Samstag. Und heute oder morgen. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es packe und ob ich es packe. Aber es könnte sein, dass heute dann schon das Bauvideo, also das Wahlbauvideo rauskommt, wo ihr dann eine Aufgabe bekommt, was ihr bauen sollt. Mist, jetzt müssen wir doch nochmal runter. Und Erde holen und noch ein bisschen Stein und auch wieder hier das Kram, ne? Aber es wird langsam. Was? Mini-Zombie? Im Fahrstuhl! Mini-Zombie im Fahrstuhl! So wird auch diese Folge heißen! Bleib stehen, du Feigling! Ich weiß genau, wo deine Mutter wohnt! Bleib stehen! Der will mich bestimmt so... Wo ist der Typ? So ein Creeper locken. Da oben. Da oben ist der Mini-Zombie aus dem Fahrstuhl. Ein Zombie hängt am Fahrstuhlseil. Vergiss es. Hier wird dich nicht verstehen. Habt ihr den gesehen? Den Typen? Dreist. Dreist, dreist, dreist. Der ist da im Fahrstuhl gespawnt. Mini-Zombie. Unglaublich. Ach ja. Und da ist es doch so schön. Es ist chillige Musik. Es ist Wochenende. Und hier haben wir schon wieder fertig. Fertig. Wir sind genau pünktlich. Fertig. Fertig, denn so auf diese Art und Weise können wir ganz leise noch etwas Ton nachlegen. Und dann läuft hier unsere Tonproduktion aber volles Brezelbrett. Ja, und dann haben wir auch genug Ton. Ich hoffe, genug Ton, um genügend Lehmziegeln für die Mumiroute zu bauen, weil sonst haben wir ein Problem. Auwei. Warum sind das nur 52? Kann man da nicht noch ein paar... 3, 56... noch zwei. Zwei hätten auch gereicht. Den kann ich ja nicht wieder zurückpacken. Das ist immer das gleiche Theater. Okay. Vielleicht können wir hier aber noch Lehm nachlegen jetzt. Ja, können wir. Können wir überall sogar. Ja, also dann geht's in die heiße Phase der Wahl sozusagen. Und ihr könnt, da müsst dann was bauen. Und diese Bauten, die ihr da gemacht habt, ich sag noch nicht, was es ist. Das soll eine Überraschung sein. Ich finde, die Idee ist ganz nett. Vielleicht gefällt sie euch ja auch. Diese Bauten, die ihr da machen müsst, die kommen dann in dem Wahl, ja, im Grunde in dem Video zur Wahl, wo dann auch die Bewertung unter ist. Das heißt, das entscheidende Video. Da kommen dann diese Bauten unter. Da werde ich dann die ganzen Bauten alle nochmal zeigen. Und ihr, könnt, die Community kann dann darüber abstimmen, wer Bürgermeister... Bürgermeister von Exe wird. Auf Lebenszeit. Ja, es ist ja lange, lange. Ich hatte ja vorhin darüber gequatscht, wie das ist mit den Serverregeln.
Wenn da natürlich jetzt ein Schatzkeks ist, der diese Regeln überhaupt nicht einhält und immer wieder verletzt, dann werde ich den ein paar Mal verwarnen. Und irgendwann kann es dann tatsächlich zum Eklat kommen und dann wird er erstmal verbannt. Dann kommt er in die Verbannung, dann wird er erstmal verbannt vom Server und dann darf er vielleicht noch einmal wiederkommen und wenn es dann immer noch nicht besser ist, dann wird er tatsächlich seines Amtes enthoben. Dieses Recht behalte ich mir einfach vor, denn wir sind ja eine lustige Gemeinschaft und es soll lustig bleiben. Und es ist ganz schön hart, was ich so in letzter Zeit von mir gebe, ne? Aber es muss sein. Es muss sein. Einer muss es machen. Und da ich hier das ganze Ding ja irgendwie aufgezogen habe, muss ich dann auch diese etwas unangenehmen Aufgaben mal ansprechen. Das ist auch wichtig. Ich habe auch eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber, die hier schon länger sind. Ja, ja, sagte der Mann. Okay, wir müssen da hinten aber auch weitermachen. Ich bin so schlau. Nicht... Warte mal, wie kann ich das jetzt nochmal retten, die Situation? So eventuell. Wenn ich da jetzt rübergesprungen komme. Huss, das geht. Okay. Ha, Situation gerettet. Ohne etwas falsch gebaut zu haben. Das ist auch nicht schlecht. Also Verantwortung, bla bla bla. Gegenüber den Leuten, die hier auch sind. Die wollen ja auch in Ruhe weiter ihr Leben bestreiten können. Und irgendwann mal, wenn sie ganz, ganz alt sind, hier in der Mumienruine. Oder so. Dann ist es noch gut. Also, wie schon gesagt, heute kommt eventuell die Map raus. Die könnt ihr euch dann downloaden. Aber das erkläre ich dann alles nochmal in einem speziellen Wahlvideo, was es dann auch geben wird. Versprochen, wo alles ganz genau frickelig auseinandergeklamüsert wird und erklärt wird, wie ihr das zu machen habt, was ihr da zu machen habt, wie lange ihr dafür Zeit habt, wann der Wahltermin ist und. Und. So, ne? So wird ein Schuh draus. Der Fuhrmann-Schuh auch genannt. Aber es war ein Doppelstürzer mit doppelter Bodenunterraumhaftung. So, okay, hier geht's weiter. Eine müssen wir noch. Und dann können wir uns schon an den Innenausbau machen. Das ist total gut. Das ist total gut. Ja, und sobald wir hier mit der Wahl durch sind, geht's dann schon los mit der 1000. Folge. Oh wei. Aber dann, Freunde. Dann haben wir Ruhe. Dann kehrt ein wenig Ruhe ein und dann wird alles ganz chillig und dann machen wir die Projekte, wo wir Bock drauf haben, machen wir sowieso. Und guck mal, was er da vergessen hat. muss da gleich nochmal rüber. Also ich muss da gleich, ihr nicht, also ihr braucht da nicht rüber. Ich gehe da gleich nochmal rüber. Und hier muss ich mal in den Fußboden rein. Naja. Aber warte mal hier, zwischen die beiden Dinger, da kommen doch sowieso die Teile zwischen geprätselt. Na, diese hier. Die kommen noch hier zwischen. Einmal durchgehend. Oh, da müssen wir noch Tintenfische fangen. Also weit komme ich, kann ich nicht springen. Oh, kleiner Huster. Schneide ich hinterher raus. Schöne Aussicht hier auf die Dachterrasse, die wir auch noch einrichten müssen. Okay. Höp. Oh, genau gesprungen. Unglaublich. Ja, er bewegte sich wie eine Katze über die Dächer des Altersheimes. Hört sich irgendwie falsch an. So, und dann haben wir hier nämlich auch die richtige Höhe. Und dann können wir schon mal damit anfangen zu gucken, ob wir noch genug grauen Lehm haben. Mich graut schon vor dem Lehm. So, und dann können wir nämlich da einmal rumziehen und dann sind wir auch wieder ein Stück weiter. Und merkt ihr was? Ihr seid hier voll dabei beim Bauen. Nicht einfach nur so, sondern auch voll dabei. So, okay, das haben wir fertig. Jetzt brauchen wir im Grunde den grauen Lehm. Und ich glaube... Es könnte sein, dass wir da gar nicht mehr viel von haben. Eieieiei. Okay, schauen wir mal. In den Kisten und Kästen, was da so vor sich hin vegetiert. Achso, das Video heute kommt ja wie immer um 15.30 Uhr raus. Ich schätze mal, dass das Wahlvideo dann 15. Zu wenig. Wir brauchen, wo ist mein Schwert? Wir brauchen unbedingt noch ein paar Gürteltiere, wollte ich schon sagen. Und fragt mich bitte nicht, wie ich immer auf manche Sachen komme, wie Gürteltiere. Ich habe keine Ahnung, es ist einfach mein Gehirn, was mir das einflößt, tat. So, wie weit sind wir hier? Geht noch ein bisschen. Sind hier Lehmtiere drinne? Sieht nicht so aus. Wir müssen ein paar Lehmtiere sammeln. Wo sind denn welche? Hier sieht es auch sehr unbelehmt aus. Da hinten vielleicht. Wir brauchen Tintenfische, ne? Also, ne, das ist jetzt ganz klar unsere Quest. Le Queste. Da hinten sind auch keine.
Vielleicht auf einer anderen Seite. Aber es wird, glaube ich, gleich schon wieder dunkel. Dann müssen wir uns ein Reisebett mitnehmen. Dann müssen wir unbedingt mal wegen den Tintenfischen gucken. Damit wir noch ein paar Tintensäcke haben, um uns dann wieder grau gefärbten Leben zu machen. Oh je. Denn, wie ihr das schon ganz richtig bemerkt habt, gibt es diesen grau gefärbten Lehm nicht im Supermarkt, nein, also nicht im Lehmbiom, sondern die, da sind welche. Okay, dann pennen wir auch hier direkt und die machen wir morgen kalt von unten. Am frühen Morgen auf Jagd nach den grauen Lehmtieren, das ist gut. So, hier schön am Strand schlafen, da hinten hinter uns die Mumienruhe, wunderbar, gute Nacht, meine lieben Freunde. Ja, Bett sammeln wir wieder ein. Dann haben wir gleich ein Reisebett. Und dann werden wir uns jetzt auf diese... Ah, hier vorne sind auch welche. Sehr gut, sehr gut. Ich habe doch gewusst, dass er kommt. Die kommen frühmorgens immer raus, um ihre Eier zu suchen. Sind nämlich auch Ostereitiere. Immer wieder auftauchen, nicht vergessen. Wir haben keine Atmung oder ähnliches dabei. Bei... Oh, ups, kleines Bäuerchen. Oh, fein, hat der Opa ein Bäuerchen gemacht. Na, bei kleinen Kindern ist das immer so. Oh, fein, hat der Bäuerchen gemacht. Aber bei mir nicht immer. Okay. Ha, stirb, du, und gib mir deine Säcke. Und guck mal, hier ist alles voll. Alles voll. Und wir werden jetzt hier richtig absacken. Absamen, wollte ich schon sagen. Absahnen. Absamen ist, das ist völlig anderes. So. Stirb und gib mir deine Tintensäcke. Und oh, hier unten ist noch Ton. Schnell wieder auftauchen, nicht vergessen. Ja, in diesen tiefen Gewässern ist es ganz schön gefährlich. Boah, da kann man echt immer nur einen attackieren. Aber hier hinten ist, glaube ich, ein bisschen flacher. Vielleicht holen wir uns hier mal da. Hier erst auch noch im flachen Gewässer. Flachgewässer, Lehmtiere. Ich muss mal ein bisschen mehr ins Mikro sprechen. Jetzt war es bestimmt total laut. Okay, da ist noch eins. Lehmtier. Komm her, gib mir deine Säcke. Und da ist noch eins. Und dann haben wir auch erstmal wieder ein paar. Wunderbar. Hat eine erfolgreiche Jagd, so am frühen Morgen. Also denkt dran, immer früh morgens auf Lehmtierjagd gehen, nicht abends. So, auftauchen. Total nass jetzt natürlich, die Lederklamotten. Ist ja, wenn Leder nass wird, zieht es sich ja meistens zusammen. Und deshalb rede ich dann auch immer ein bisschen anders. Nein. Und da hier sind nur Hühner und keine Lehmtiere. Aber nur drei. Da könnten eigentlich noch mal ein paar mehr werden. Wir müssen ja auch noch so eine kleine Ecke machen, wo wir die Entenfütterstation hinmachen für die alten Herren und Damen. Ne? Weil das, wisst ihr ja, ist eins der Haupthobbys von Senioren. Enten vergiften im Park. Okay, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit und die. Und dann legen wir auch gleich nochmal nach. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. Rest wieder rein. Zack, 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 den ganzen Krust. Und jetzt haben wir hier wieder Steine, da können wir auch gleich wieder richtigen Lehmziegelstein rausmachen. Und wenn wir noch was über haben, dann machen wir da Blumenvasen raus. Juhu! So, zack. Und so, dann gibt sich das auch aus. Zack. Wunderbar. Hark. Und jetzt haben wir gleich genug. Oh, das ist echt nicht viel, was da rauskommt. Und ich bin da immer wieder entsetzt. Ach so, ja, Lehmziegelstein, verdammt. Warum rannte ich jetzt schon hier hoch? Ich muss doch erst den Lehmziegelstein zusammenprökeln. Den haben wir, also nicht Lehmziegelstein, sondern den gefärbten Lehm. Hier haben wir hellgrau, hier haben wir gebrannten Ton. Davon nehmen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen was. Und machen hier mal so. Und so. Dann, bei epischer Musik färbt er den Ton grau. Und jetzt haben wir schon mehr, als wir eigentlich verknüsen können. So, zack. Aber das reicht. Wunderbar. Na. Und den packen wir wieder zurück und den anderen nehmen wir mit. Ach so. Hier. Warum? Ja, werdet ihr gleich sehen. Ich muss nämlich noch da hinten noch die Lücke stoppen, ne? Da, von unserem Tisch, da brauchen wir doch noch glatten Lehmstein für. Und den wisst ihr ja, macht man einfach so, aus Sand, einfach dann ganz doll pressen. Pressen! Und dann, glaube ich, so und so und so und nochmal ganz doll pressen und dann hat man hier den glatten Sandstein. Ja, episch, ne? Episch, episch, episch. Das ist ein sehr viel benutztes Wort, aber auch schon ein bisschen abgegriffen. Dann irgendwann, wenn man es immer jeden Tag benutzt, ist auch irgendwann abgegriffen. So, okay. Hier mache ich mal dicht. So, zack. Und hier ist dann die Speisetafel. Und die sollten wir vielleicht sogar noch einen rausziehen, weil die stößt ja hier an seine Grenzen, ne? Die sollten wir hier vielleicht noch einen rüberziehen, tatsächlich.
oder um etwas kürzen. Das finde ich hier, die etwas kürzen. Ah, schauen wir mal, wie wir das machen. Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal hier an mit den Krams. Da müssen wir mal jetzt von außen, glaube ich, mal am besten gucken, wie wir das gemacht haben. Und zwar hier nicht hier. Doch, hier können wir auch gucken. Wir haben also bis zu der Höhe. Was ist denn der Höhe? Da müssen wir mal hier außen irgendwo hochrennen. Dann können wir das am besten sehen, glaube ich. Hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Hep. Hier kommen wir hoch. So, was ist denn der Höhe? Der Höhe ist hier. Also genau hier. So, und da kommen dann im Grunde, ja, zwei Stück sind es ja dann immer. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier dann schon mal die Säulen hinsetzen. Bis dato, also bis hier oben hin. Das können wir jetzt überall machen. Weil jetzt können wir die Höhe können wir jetzt ja immer übernehmen. Haha, dachte sich der Mann. Und das ist auch total schlau. Kommen wir da gerade so ran? Und das ist nicht der Höhe. Das ist der Höhe. Das ist der Höhe. So, und hier unter kommt dann gleich wieder der Lehmziegelstein. So mache ich das jetzt einfach mal. So kann man das, glaube ich, am besten übernehmen. So, ne? Und hier Lehmziegelstein unter. Das machen wir jetzt bei allen so. Jetzt machen wir Schritt für Schritt. Und dann haben wir mit einem Schlag alle Fenster fertig. Das ist also hier. Da müsste das dann theoretisch sein. Und auch praktisch. Also gerade so, dass man noch rankommt. Im Grunde, ja. Gerade so, dass man noch rankommt. Ist. Genau. Und die Säulen drauf. Und wir haben ja nur im unteren Bereich den Ziegelstein. Im oberen Bereich haben wir dann den, den gebrannten Ton. Genau. Ist ja dann gar nicht so schlimm. So, dass man noch rankommt. Also hier. Passt das? Von der Höhe? Ja. Eieieiei. So machen wir das jetzt Schritt für Schritt. Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt euch noch beworben. Denn genau heute, wenn denn die Map rauskommt, ist die Bewerbungsphase zu Ende. Das heißt, wer sich heute noch bewirbt, den würde ich sogar noch reinnehmen. Aber wir haben auch genug Bewerber. Also ihr müsst nicht unbedingt, es ist jetzt also keine Not, dass ich jetzt sage, bitte bewerbt euch doch noch. Wir haben so wenige, das ist nicht der Fall. Wir haben eigentlich genug Bewerber, aber ich will natürlich auch keinem vergriesen, noch einzusteigen. Als Bürgermeisterkandidat von Exee. Ihr könnt euch da gerne noch bewerben. Aber wenn nicht, gibt es die Chance auch im nächsten Jahr. Natürlich wieder, ne? Weil es macht einem einfach auch Spaß. Es ist zwar viel Arbeit, aber es macht auch verdammt viel Spaß und es zeigt einem, also mir, wie toll ihr das findet und wie schön das, wie gerne ihr hier einfach bei uns sein würdet. Ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, doch, kann ich so sagen, ja. Okay, also so, ne? Da haben wir die ganzen, hier, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir die ganzen Säulen fertig. Jetzt kommt der nächste Schritt und im nächsten Schritt würde ich dann sagen, machen wir dann sogar die Winkel außen. Genau. Ich hole mir mal ein bisschen Erde, zum Draufsteigerde. Aber die Folge ist auch gleich um. Aber naja, heute ist Samstag, Wochenende. Habt ihr schönes Wochenende? Hast du ein schönes Wochenende? Ja, dauert noch ein bisschen. Nehmen wir uns ein bisschen Erde mit. Hier so Klettererde, auch genannt. La 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 la. Kennt ihr noch? Ne? Ja, letztes Mal haben wir übelst abgetanzt. Diesmal nicht. Diesmal halten wir uns ein bisschen zurück. Könnte ich jede Folge nur mit Tanzen verbringen, wenn es eigentlich hier schon um Leben und Tod und alles geht. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, wir gehen mal wieder nach hier außen. Oh, was fehlt denn hier? Wir gehen mal nach hier außen. Hep, hep. Und dann bauen wir nämlich jetzt hier. Und ich glaube, das ist auf der Höhe, genau. Bauen wir jetzt erstmal hier unsere Prösel dran. Wir haben das schwarz gefärbt, ich Idiot. Ich habe mich schwarz gefärbt. Ich gucke gerade hier. Das ist so ganz anders. Wir hätten natürlich noch Knochenmehl. Warum sagt ihr denn nichts? Ich habe den schwarz gefärbt. Naja, okay. Ja, das ist nicht so toll. Das ist jetzt nicht so ganz toll. Ist das so? Es kommt doch rein. Sowieso, warum habe ich das hier außen hingesetzt? Ich habe den Lehm schwarz gefärbt. Das war falsch. Oh wei, das war total falsch. Und wirft uns ja wieder um Meilen zurück hier. Mit unserem Projekt. Das heißt, wir müssen nochmal los und Tintenfische jagen. Weil wir den Lehm schwarz gefärbt haben. Wir Typen. Also ihr vor allen Dingen. Und ich kann ihn jetzt auch nicht mehr umfärben, glaube ich.
Kann ich da jetzt noch Knochenmehl draufstreuen? Damit der grau wird? Ich habe hier Knochenmehl. Ich hätte es nur verwenden müssen. Ich Ochse. Aber wenn ich das jetzt so mache... Mal sehen. Und dann so? Nö, ich glaube, das will er nicht. Ah, Freunde. Wir haben ein bisschen schwarz gefärbten Lehm. Können wir jetzt in die Lehmbrennerei bringen. Kann man auch immer mal gebrauchen und sagt nicht, das war totaler Unsinn. Dann machen wir halt noch welchen. Puh, es wird aber gerade dunkel. Ja, dann mache ich das neben der Aufnahme. Okay, Freunde. Ja, ich habe meinen Fehler gemacht. Ich weiß. Und ich fühle mich auch schlecht. Nicht. Okay, wir haben hier unsere Dinger gemacht. Und ich überlege gerade, wir müssen das jetzt ja innen reinsetzen, ne? Ich möchte wenigstens einen mit euch auch fertig haben. Genau, wir können das ja so machen. Passt auf. Gute Idee. Habt ihr eine gute Idee gehabt? Wie habe ich den schwarz gefärbt? Ich bin auch manchmal echt. Aber manchmal. So. Denn hier kommt jetzt ja diese Kante drauf. Aus schwarz, aus dunkelgrau gefärbten Lehm. Nicht aus schwarz gefärbten. Das ist ganz wichtig, dass man das einhält. Das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, es kommt immer nur so abgestuft hier hin. Na, richtig? Und warum ist das jetzt hier so und hier so? Der Mann wusste es nicht. Ja, muss ich nochmal aus, schon mal gucken. Es wird auch dunkel, schade, Folge um. Gott sei Dank, die Folge, Folgenende rettet den Opa vor peinlichen Situationen. Es wird dunkel, ich muss schlafen. Liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Guckt euch um 18 Uhr das Video an. Dann gibt es die Wahlaufgabe und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Denkt dran, es ist eine große, es wird ein großer Spaß. Juhu, wir freuen uns. Gute Nacht. Glück auf und herzlich willkommen zu Wahlen aktuell mal wieder hier aus den Hundsgrab TV Studios in New York. Hundsgrab meine ich. Und bei uns ist heute, es wird gerade Nacht. es wird gerade Nacht. Ja, Moment, das ist jetzt Life is Life, ne? Ganz klar. Ich muss jetzt mal schlafen. Hast du ein Bett dabei? Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Da geht's nicht, das Teppich. Ja, das ist live, meine lieben tapferen Freunde. Aber jetzt können wir wieder zurückgehen. Können wir uns wieder hinstellen. Die Katze, übrigens, das haben ziemlich viele Tierschutzorganisationen bemängelt. Die ist weg. Die ist weg, wo ist denn die? Na, da hinten links. Oh, ja, die Katze haben wir befreit. Die Katze haben wir befreit, lieber Tomcat. Das war eine heroische Aktion von uns. Ja, herzlich willkommen zu Hundsgrab live hier aktuell zu den Wahlen. Zu den Wahlen. Wir haben jetzt auch so eine Schwenkkamera, die kann hier so runterschwenken. Ihr seht das gerade. Dann auch so hoch, das ist alles super modern. Jetzt haben wir hier unsere Direktgesichtsansicht, damit ihr auch unsere Gesichtszüge mitkriegt. Die Emotionen und alles zur Wahl. Auch vom Tomcat. Mein heutiger Gast, lieber Tomcat, sei gegrüßt. Ja, sei auch gegrüßt. Du bist ja sozusagen ein Wahlexperte. Hast das Ganze total akribisch verfolgt, ja. Und dich über alles informiert, hast die Kanäle dir angeguckt von den einzelnen Kandidaten und so. Hast du mir zumindest erzählt, eben gerade. Und ja, was hältst du denn bisher vom Wahlverlauf überhaupt so? Von der Beteiligung, von den Aktionen, die wir gemacht haben und so? Naja, die Wahlbeteiligung ist ja extrem hoch, wie ich das... Ja. Konnte auch die anderen Jahre war es ja, ja. Nicht so hoch. Und ohne Partei zu ergreifen, es ist jetzt schwierig, natürlich eine Aussage zu machen, wer natürlich mein Favorit ist, aber eigentlich sind ja alle gut. Eigentlich sind alle gut, genau. Es sind diesmal extrem viele Frauen, jetzt Kameraschwenk. Extrem viele Frauen dabei. Kameraschwenk. So ist noch viel besser die Aufnahmen gerade. Extrem viele Frauen dabei und das freut uns natürlich alle sehr hier auf dem Server, weil wir sind ja so eine recht schwule Truppe hier bis jetzt noch. Es ist überhaupt keine Dame anwesend. Ja, das stimmt. Na? Und da sehen sich doch einige nach, dass hier auch mal ein bisschen weibliche Beteiligung ist. Aber auch die Herren sind stark vertreten, muss man sagen. Jetzt war ja neulich die ganze Aktion mit den Gedichten.
Und da wurde auch vom Zwergenvolk wurden da sehr schöne Gedichte eingesandt. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Gedichte dann mal in einem Band verfassen werde, der dann hier über irgendwelche Medien verteilt wird in ja, im Dreiemland im Grunde. Ja, darauf freue ich mich natürlich sehr, ja. Ja. Über das Buch. Kann etwas dauern, weil du weißt, so ein Buchautor, der braucht immer etwas länger. Kameraschwenk. Du musst in die Kamera gucken, hier, die andere. Da, ja, genau, die Kamera. Du musst mal gucken, wo das rote Licht leuchtet bei der Kamera. Ah ja, ich sehe es ja, ja. Ja, jetzt nochmal zum Ort Exe. Wenn du Bürgermeister von Exe wärst, was würdest du denn dann als allererstes dort errichten überhaupt oder bauen? Es kamen ja einige Vorschläge. Von Keksfabrik bis hin zu Lagerhaus war alles dabei. Ich würde wahrscheinlich ein Gasthaus als erstes errichten. Ein Gasthaus? Ja. Ja, also immer sehr gastfreundlich und so. Und es wurde auch schon geschrieben, ich sage jetzt keinen Namen, da müsst ihr in den Kommentaren selber nachforschen. Gerade mit dieser Keksfabrik und so, dass es sich eventuell Exe zu so einem kulinarischen Stützpunkt entwickeln könnte, wo man halt schlemmern und schmausen kann nach Lust und Laune. Das wäre ja gar nicht so schlecht, weil dann wäre es ja fast direkt bei mir um die Ecke. Ja, stimmt, ist gar nicht so weit weg von dir, ne? Man denkt immer, das wäre so ewig weit entfernt, aber es liegt ja im Grunde auf der Route. Du guckst in die falsche Kamera, die andere Kamera. Ach, die da jetzt. Es ist ja sozusagen auf der Route zu dir, ne? Naja, ihr ist ja die Hexenwacht von hier aus gesehen auf der Route zu mir, aber es befindet sich im Dreieck. Ja? Also Exe, Falkenstein und Hexenwacht ist so ein ja. Dreieck, so ein Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck, genau. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die Wahlplakate eingehen, die jetzt noch angekommen sind, weil das soll ja nicht ewig lange dauern, der ganze Spaß, hatte ich ja gesagt. Hat's ja auch für unterschrieben, du kriegst ja auch nur 2 Smaragde für diesen Auftritt hier. Oh, super. Ach so, ja gut. Also wenn ich jetzt mal umdrehst, da siehst du jetzt gerade das Wahlplakat von der Showcase, also da an der grünen Wand, ne? Ja. Ich muss ja weiter in die Kamera gucken, das ist ja immer so eine Sache. Also das Wahlplakat von der Showcase gerade jetzt hier eingeblendet. Ja, was sagst du dazu? Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön. Schöne bunte Farben. Ja, bunt ist ja immer so ein Ausdruck auch von Lebensfreude, ne? Ja, und natürlich auch von Vielfalt, ja. Ja. Und, ja. Ja. Mal sehen, was da noch so an andere Sachen noch kommen. Mark. Von ihr. Ja. Finde ich auch. Die Schucke ist auch gerade sehr aktiv in den Kommentaren. Müsst ihr mal gucken. Also sie hat sehr coole Ideen, was gerade auch die Mumienruhe betrifft, die hier. Aber ich will ja keine Werbung machen. Dann haben wir hier ein paar Wahlplakate. Die werde ich jetzt mal im Schnell drauf. Da musst du dich konzentrieren, Tomcat. Es kommen so ein paar Wahlplakate vom Cedric. Hier so bam, bam, bam nacheinander. Weil der hat richtig Wahlplakatsfieber gehabt und dachte, jetzt muss ich unglaublich viele Plakate machen. Also guck mal und dann sagst du mir, das sind glaube ich 3 Stück und welches dir davon am besten gefallen hat. Hier ist das erste. Ja. Das zweite. Ja. Und das dritte? Na, ich glaube das erste. Das erste? Das erste. Ja, hat mir auch gleich sofort auf Anhieb am besten gefallen. Ist ja wie mit Filmen, da sind ja meistens auch die ersten Teile immer die besten. Stimmt. Nicht immer. Nie. Also es gibt auch Filme, Rambo. Nee, Rambo war auch der, fand ich eigentlich auch den ersten am besten. Aber egal, also, nee, finde ich aber auch. Das erste sieht sehr schön aus, das zweite ist immer noch sehr, sehr schön und das dritte ist auch noch gut. Und jetzt noch ein ganz kleines Wahlplakat von dem Kai Sattelberg. Ich hoffe, das kriege ich von der Auflösung hin, weil es war von der Auflösung, die du mir zugeschickt hast, recht klein. Ich hoffe, der Tomcat kann es überhaupt sehen. Jetzt hinter dir. Ach da. Ach da. Ja. Ja, ist wirklich etwas kleiner, aber. Etwas klein? Aber klein, aber fein, sagt man ja auch, ne? Aber dadurch passt es halt in jede Wand, ja? Ja, genau. Ist mehr ein Button, also ein Sticker. Ja. Und auch so für Laternen dann zum Beispiel, genau. Die dran sind. Ja, das waren die 3 Wahlplakate. Das von der Startable TV, das blende ich jetzt mal ein. Kannst mal gucken. Ja. Ja. Das ist unsichtbar. Das ist unsichtbar, weil das habe ich immer noch nicht gekriegt auf Facebook oder so. Das hat immer noch nicht so richtig geklappt, liebe Anna. Anna heißt sie ja.
Aber da dürft ihr jetzt nicht sauer sein, das ist einfach so, das gibt technische Probleme wegen der großen Entfernung. Sie wohnt ja genau auf der anderen Erdblockhälfte und da sind natürlich die Übertragungsschwierigkeiten ziemlich schwer. Aber ich denke mal, bis zur Wahlsendung werden wir das noch hinkriegen. Heute ist ja der große Tag, weißt ja, ne? Ja. Nämlich? Heute ist der große Tag, wo die Map rauskommt, wo dann sozusagen die Bauaufgabe drin ist. Ach ja. Um 18 Uhr. 18 Uhr kommt die heute raus. Und dann könnt ihr auf der Map, die ich euch dann da zur Verfügung stelle, etwas bauen. Wird natürlich noch nicht verraten. Ich weiß nicht, soll ich es hier schon verraten? Was meinst du, Tomcat? So einen kleinen Tipp? Oder so einen kleinen. Ein Tipp auf jeden Fall. Ein Tipp. Maritim. Ist ein Tipp, oder? Ja. Maritim ist ein Tipp. Maritim wird es werden. Ist ja auch, Exe ist ja auch am Meer gelegen. Wollte ich gerade sagen, passt und ja dazu. Es wird maritim auf jeden Fall und vielleicht kann sich der ein oder andere oder auch die andere oder der eine darunter was vorstellen. Und ja, das war's mal wieder hier von Wahlen aktuell. Mit dem grandiosen Tomcat, immer bestens informiert, Wahlexperte und alles. Genau. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl und das letzte Wort gehört natürlich immer unserem Gast. Ja, dann wünsche ich natürlich allen Bewerbern viel Glück und auf dass man sich dann bald sieht. Ja, und spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Hüpf. Und Kopf. Ah, Kopfdrehen war nicht mehr drin.